So, neue Folge Whisky Toast, zweiter Take, weil das eben richtig albern war. Zweiter Take, ich bin wieder da. Ja, wir haben gemerkt, Whisky, Stimmen verstellen macht keinen Sinn. Nee. Wir müssen schon wir selbst sein. Ja, wir machen heute zum ersten Mal eine Whisky-Review-Folge. Die erste mit dir. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Also, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was ist denn Whisky-Review? Wir reviewen einfach einen Whisky, den ich habe. Ja, sag mal auf Deutsch. Das deutsche Wort für Review? Ja. Whisky. Ja, gute Frage. Ja. Also, Bewertung. Irgendwie so. Assessment. Das ist auch nicht deutsch, ne? Nee. Auf jeden Fall. Wir machen Whisky Review. Habe ich einen ganz besonderen heute mit dir. What? Woodford Reserve Double Oaked. Weißt du, was das ist? Nee. Ein Bourbon. Kein Single Malt. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal einen Bourbon. Ja, doch, den Lidl. Den Lidl Western Gold Bourbon. Der war Bourbon. Gut. Der war schrecklich. Nein, ich habe den als gut erfunden, weil es ein guter Einsteiger-Whisky ist. Ja. Bei mir hat er gewirkt. Na ja, gut. Du fandst ihn auch nicht so schlecht. Ja, ich fand ihn richtig scheiße, deswegen habe ich ihn auch erkannt. Ach so, ehrlich? Ja, hast du mir gesagt, das ist ein guter, den man zum Einsteigen hat und so? Nee, das ist ein 8 Euro billig Lidl Bourbon. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall sind wir heute bei Bourbon. Also kein Single Malt, heute war was ganz anderes. Damit du das auch mal kennenlernst. Gucken, wie er dir gefällt als Anfänger. Okay. Wird übrigens auch dann, also amerikanischer Whisky wird mit E geschrieben, also Whiskey. So wie ich ihn immer schreibe. Genau, so wie du es immer schreibst. Das ist der Unterschied auch zum schottischen Whisky. Ja, auf jeden Fall. Der Unterschied zwischen Bourbon und Single Malt ist quasi die Mash Bill, die sogenannte, das Getreide, die Getreiderezeptur. Beim Single Malt, der besteht zu 100% aus gemälzte Gerste. Und hier beim Woodford Reserve, also beim Bourbon, brauchst du per Gesetz 51% Mais, also die Mehrheit besteht aus Mais. Dann hast du Bourbon und der Rest kann man beliebig variieren. Okay, also eigentlich heißt es, ich brauche Mais, damit er ein Bourbon wird. Genau, dann hast du einen Bourbon. Und den Rest kannst du gucken, je nachdem, was du für einen Bourbon haben möchtest, welche anderen Getreidesorten du damit hinzufügst. Du kannst die schmeiße ich alle in ein Fass rein? Nein, nicht in ein Fass. Du destillierst das ja, das wird ja hergestellt. Also das wird zusammen geschrotet quasi, ausgelegt. Wir können ja mal auch eine Sonderfolge machen über den Herstellprozess von Whisky. Ja, das finde ich gut. Das wäre... Können wir gerne machen. Das wäre mal gut zu wissen. Ja. Ja, okay. Genau, also was da noch so mit da drin ist, ist dann oft auch so Rye, also Roggen und auch gemälzte Gerste, weil gemälzte Gerste sorgt dafür durch deren Keime, dass die Keimung auch startet, wenn das quasi getrocknet wird. Also wenn man feucht ist, ist es erst an und dann wird es getrocknet und dann startet die Keimung. Und Mais keimt nicht von alleine, wenn es feucht wird, aber gemälzte Gerste. Deswegen braucht man immer so 3-4% gemälzte Gerste mit in der Mehrspiel mit drin. Und dann kann auch noch Korn mit drin sein, Weizen, was auch immer. Ne? Mhm. Jetzt haben wir hier einen Vertreter von der Woodford Reserve Distillery. Wirklich ein Big Player auf dem amerikanischen Bourbon-Markt. Mhm. Gehört derzeit zu Brown-Forman, die sind die Besitzer, die haben auch noch zig andere Distillerien, auch schottische teilweise. Woodford Reserve hat auch verschiedene Abfüllungen, die haben einen Rye, die haben einen Weizen-Whisky, die haben sogar einen Single Malt Whisky, also gemälzte Gerste. Die haben den Standard Bourbon Whisky und die haben hier einen ganz besonderen, den Double Oaked. Bedeutet, der ist zweifach gelagert in frischen Eichenfässern. Die haben quasi ein frisches Eichenfass genommen, den da drin gelagert für eine gewisse Zeit und dann nochmal umgefüllt. Ja, 5 Jahre. Ja, gute Frage. Also ein Whisky darf sich ja erst Whisky nennen, wenn er 3 Jahre alt ist. Bei Bourbon ist es wieder ein bisschen anders. Bourbon reicht schon 2 Jahre aus. Und man spricht von Double Oaked Bourbon. Man spricht von Straight Bourbon, wenn er 4 Jahre alt ist. Mhm. Und den haben wir hier auch. Kentucky Straight Bourbon Whisky nennt sich der Kollege. Mhm. Und hier steht dann nochmal drunter, Finished in a Second Oak Barrel. Deswegen ist hier der Untertitel Double Oaked. Mhm. Der wurde quasi von einem frischen Eichenfass, ab einem gewissen Zeitpunkt, den ich nicht genau weiß, in ein zweites Eichenfass umgefüllt. Hat quasi richtig viel vom Fass dadurch mitbekommen. Ah, okay. Also ist auch hochwertiger als der Standard-Bourbon. Zumindest teurer vom Preis her. Mhm. Was kostet die Flasche ungefähr, weißt du das? Ja, so roundabout 40 bis 45 Euro. Ja, ist ja schon gut. Ja.
Bourbon ist, ist ja nicht der 7-Euro-Aldi-Whisky. Nee, definitiv nicht. Dieser Whisky hat auch schon mehrere Blind-Tastings richtig gut abgeräumt. Deswegen habe ich den auch gekauft, weil er solche krassen Vorschusslorbeeren hatte. Der hat mich interessiert, deswegen habe ich mir den mal gegönnt. Also ist das eigentlich ein sehr guter Whisky, den du sehr lecker findest? Bourbon, ja. Bourbon, Whisky, ach ja, erst nach drei. Man kann es auch Whisky nennen. Darf ja. man, oder? Ja. Whisky. Whisky, nicht Whisky. Okay. Wie gesagt, amerikanischer Whisky ist ein Synonym für Bourbon mittlerweile. Viele benutzen das als Synonym. Aber er ist ja schon 4 Jahre alt. Der wird schon Minimum 4 Jahre alt sein, ja. Minimum. Alter steht sonst nicht drauf. Der Unterschied ist eben in Amerika, dass da wärmeres, also die Amerika ist ja ziemlich groß. Die kommen aber mehr so aus dem zentralen Amerika, nämlich Kentucky. Jack Daniels kommt aus Tennessee. Deswegen heißt der Tennessee Whisky. Das hier ist ein Kentucky Straight Bourbon. Da ist es halt viel wärmer. Geiles Lied, Tennessee Whisky. Ja, mega geil. Absolut liebe das. Geil. Liebe das Lied. Okay. Ist in jeder Whisky-Playlist ein Muss. Ja. Tennessee Muss. Whisky. Boah, mega. Ich glaube von Chris Stapleton oder so ähnlich heißt der. Ich weiß es nicht so. Ja, passt, glaube ich. Stapleton. Ja, ist mega geil. Glaube ich, passt. Ja, okay. Genau. Jetzt würde ich sagen, halte ich nochmal die Nase rein. Genau, gehen wir mal ins Nosing, oder? Aus dem Nosing-Glas. Oh, der ist heftig. Alter Witz. Uiuiui. Deswegen finde ich das gerade so geil, dass du gerade mal bewusst einen Bourbon trinkst. Ist was ganz was anderes als Single Malt. Ich hatte ja bisher nur Single Malt. Und da waren ein paar, wo ich sage, boah, haben die lecker gerochen. Waren die fruchtig. Jetzt rieche ich das und ich rieche einfach nur keine Frucht. Ja doch, aber der ist stärker. Der ist intensiver. Ich finde, ist das allgemein so, dass der intensiver ist als ein anderer? Oder ist das jetzt, weil er so ein bisschen jetzt hier schon stand im Glas? So ein bisschen atmet. Das ist immer gut für einen Whisky, dass er ein bisschen oxidiert und ein bisschen sich öffnen kann. Manche sind eher zurückhaltend und öffnen sich erst im Laufe der Zeit, gerade ältere Whiskys. Aber daran liegt es nicht. Es ist halt wirklich ein anderes Getränk als ein Single Malt. Wie viele Umdrehungen hat das Ding? Gerade mal 43,2. Boah, was? Boah, das ist für mich, ich hätte gesagt, das ist die Top. Wie viele Folge ist das? 9. Folge? 8. Folge? Das ist ja jetzt eine andere Kategorie. Die wir zusammen machen, ist es die 9. Folge oder so, wo wir zusammensitzen. Genau. Ich würde sagen, das ist einer der stärkeren gewesen bisher. Von der Nase her. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht probiert. Aber von der Nase her, boah, der haut mich um. Ich kann dir auch sagen, woran das wahrscheinlich liegt. Ich vermute es jetzt einfach mal. Es ist halt so, dass wir jetzt hier frische Eichenfässer haben. Oder drin lag. Und nicht gebrauchte Eichenfässer, die wir für Single Malt Scotch benutzen. Es ist ein neues Eichenfass und dadurch kriegst du die ganze Holzaromatik, boom, volles mit in den Whisky rein. Boah. Klebstoff hat man dadurch oft so, Kleber, irgendwie sowas. Aber, boah, wenn ich krass, so ein bisschen mit dem Auge sogar an das Glas komme, also so richtig reinhalte, dann brennt mein Auge. Okay. Also ich finde vom Alkoholgehalt her nicht stark. Ich nehme einen Schluck jetzt. Die Aromen sind so stark, genau. Ich würde sagen. Aber warte mal, ich rieche auch. Ja, es ist kein Frucht, ne? Oder? Genau, das ist. Es ist also die Grundcharakteristika, erkläre ich einmal ganz kurz, bei Bourbon sind immer übelst Vanille und Karamell. Durch das frische Eichenfass kommt das. Ja, Vanille rieche ich sogar ein bisschen. Ja, so ein bisschen so Klebstoffnoten. Ja. Und Frucht hat man nicht wirklich bei Bourbon. Oh, da bin ich gar nicht schlecht unterwegs. Man kriegt manchmal eine Banane. Oder aber auch so Kirschnoten können schon mal vorkommen. Aber ganz andere Geschichte als ein Single Malt Scotch. Aber wenn jetzt so ein... Aber findest du nicht auch, dass er jetzt ein bisschen angenehmer wird? Nicht ja, der wird halt richtig schön angenehm. Das ist halt so richtig so eine Nase reinnehmen. Jetzt mal vorher war dieses Beißende in der Nase. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt richtig erfrischende Note. Er ist halt ultra intensiv, ne? Das ist auch nicht irgendein Bourbon, das ist schon einer, der ordentliche Wucht hat an Aromen. Aber es ist nicht der Alkohol, der hier so sticht, sondern das wirklich, ja. Rauch. Kräutrig finde ich ihn auch mega. Aber ich habe keinen Rauch. Ich hatte neulich einen Kumpel hier, der Nase. Genau, Rauch hat er auch nicht. Es gibt kaum Bourbons mit Rauch. Ich hatte neulich einen Kumpel hier, der hat den probiert und der hat gesagt, dass der ihn so ein bisschen auch an Jägermeister erinnert, so ein bisschen an so Kräuter. Ne? Nee. Nee, mich nicht. Ja komm, ich würde sagen, was sagen wir in Amerika? Slange. Nein. Skull. Nein. Cheers. Ja. Oh yes, baby. Cheers. Cheers.
Das ist, boah, wenn man vorher keinen anderen Whisky hatte, fuck, haut der schon rein. Boah. Voll Holz. Mhm, krass, ne? Voll Holz. Boah. Heidewitzka. Deswegen sind Bourbons meist nicht so alt, weil sie sonst zu viel Holznoten abkriegen. Okay, ich bin kein Bourbon-Typ, ey. Deswegen lieben die meisten Leute auch nur Scotch und keinen Bourbon. Boah, das kannst du nicht saufen. Ich habe immer einen Bourbon offen. Aber Jim Beam ist ja auch so. Wenn du den pur trinkst. Der Grundcharakter ist auch so, ja. Muss ja so viel Mais haben, 51%. Mhm. Ja. Hab ich ja gerade gelernt. Wahrscheinlich müssen wir wieder vergessen, aber. Mhm. Bourbon gleich amerikanischer Whisky, habe ich mir jetzt gemerkt. Boah, jetzt habe ich das erste Mal einen Bourbon getrunken und ganz ehrlich. Heftig, ne? Mich meins, ey. Ich bin mehr. Die anderen fand ich teilweise echt. Scotch ist auch definitiv bekömmlicher als Bourbon. Das steht außer Frage. Das ist ein heftiges Ding. Krass, ne? Aber eine schöne Flasche, finde ich. Mhm. Oder? Mhm. Richtig schön. Das ist die Standard Woodford-Flasche. Ist auch richtig schwer, kannst du mal in der Hand nehmen. Ja, die kann richtig, schon was. Ja, ist richtig. Ja, die kann was. Ja. Finde ich auch echt schick. Bei Bourbon ist auch oft so, dass sie keine Umverpackung dabei haben. Das ist meist nur die Flasche. Also ich finde ihn auch sehr, sehr holzlastig, wie du auch schon sagtest, definitiv. Der ist für mich auch stärker als 43%. Ich hätte mehr zwischen mehr. 45 und 50% gesagt. Boah, für mich wäre das, okay, wenn 50 auch so ein Standardding ist, wäre bei mir bei 50 gelandet. Also wirklich, von den. Ich habe mal einen getrunken, 43er haben wir getrunken hier. Den ich auch erraten habe, dass er so mild war relativ, fand ich echt angenehm. Mhm. Der ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte, den wir davor getrunken haben. Mal gucken, welcher das war. Aber der ist, der haut rein. Ja. Also. Bourbon ist nicht für jedermann. Für mich erstmal nicht als Whisky-Einsteiger, muss ich sagen, bin ich doch beim Scotch gerade. Ja. Also das war bisher, okay, also bediene ich das Klischee. Ja. Ja, guck. Ich habe jetzt schon ein paar Bourbons getrunken, um meine Noten so ein bisschen dazu noch am Ende so zu geben. Also ich habe schon so ein bisschen Vergleichswert gegenüber anderen Bourbons, ne? Der ist wesentlich intensiver als andere Bourbons, aber auch leckerer. Das ist nämlich einer meiner Lieblings-Bourbons. Heißt die Mehrzahl Bourbons? Oder Bourbon? Bourbons. Ja? Keine Ahnung. Bourbons. Ich hätte es also Bourbons ein gedacht. Ein Bourbon, zwei Bourbons. Ja, keine Ahnung, ich oder? Ich hätte gesagt, ein Bourbon, zwei Bourbon. Kann sein, ne? Ich habe schon mehrere Bourbon getrunken. Und ich weiß nicht, wie es sich ist. Das hat sich gerade nur falsch angehört. Ja, gut, meinetwegen. Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Bourbon. Ich finde ihn geil. Okay, diese Holznoten, mega. Ich nehme mal einen Schluck. Diese Klebstoffnote ist für mich nicht so stark wie bei manch anderen. Es kommt jetzt aber eine Süße rein in meine Nase. Mhm. Ja. So ein bisschen, oder? Ist auch sehr dunkel, ne? Hä? Ich könnte ihn sogar eine Kirsche andichten. Oder? Ich kriege keine Kirsche. Aber jetzt wird es ein bisschen mehr so Vanille. Da hast du schon. Mhm. Vanille hat eigentlich jeder Bourbon. Leute, die nur Bourbon verkosten, die nennen diese Note schon gar nicht mehr, weil die ist immer da. Okay, das ist typisch für einen Bourbon. Die Vanille. Das kommt aus dem frischen Holz. Unausweichlich. Also mir gefällt er richtig gut. Ordentliche Kräutrigkeit, richtig viel Fasseinfluss. Jetzt musste ich mich einmal gerade schütteln. Hui. Heieiei. Ja, gut. Fazit, nicht dein Ding. Bourbon allgemein. Noch nicht mein Ding. Ja, Bourbon. Gucken, den nächsten Bourbon kannst du mal mittrinken. Wie du den dann findest. Ich finde ihn top. Muss jeder selber wissen, ob er einen Bourbon trinken möchte oder nicht. Mega spannend, mein erster Review. Fand ich sehr geil. Ja, ist doch cool. Mega, müssen wir machen. Ja. Blind Tasting plus Review. Da bleiben wir bei. Auf jeden Fall. Gut. Alles klar, Marc. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und damit sind wir raus aus dem Haus. Raus aus dem Haus. Peace.